Hallo alle zusammen. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem nicht funktionierenden 3D-NAS-Gerät von Cisco Modell NSS 30000 wiederherstellen. Sie erfahren, wie Sie ein RAID-Array erstellen, einen freigegebenen Netzordner hinzufügen, eine Netzwerkverbindung zum Speicher konfigurieren und eine Verbindung herstellen. NAS ist ein mit dem Netzwerk verbundener Speicherserver, der seinen Nutzern den Zugriff auf Daten ermöglicht. NAS-Speicher können eine gute Lösung sein, um Daten vor Verlust und Beschädigung zu schützen, da sie auf der RAID-Technologie basieren. RAID bietet eine zuverlässige Möglichkeit, Daten zu speichern und darauf zuzugreifen. Es gibt jedoch Faktoren, die die Zuverlässigkeit der RAID-Technologie nicht beeinträchtigen. Wie bei allen mechanischen Geräten kommt es auch bei NAS zu Ausfällen und Datenverlusten, da der Zugriff auf das Array nicht möglich ist. Wie jedes andere Speichergerät hat auch NAS eine bestimmte Lebensdauer. Daher neigen sie dazu, nach einigen Jahren der Nutzung zu versagen. In der Regel beträgt die durchschnittliche Lebensdauer solcher Geräte 5 Jahre. Zu den Ursachen für NAS-Ausfälle können folgende gehören. NAS können aufgrund von Stromausfall, Spannungsschwankungen, Überhitzung, versehentliche Formatierung, Neuinstallation, Beschädigung des Dateisystems des Geräts und mechanischen Fehler ausfallen. Laufwerk, Gerätkontroller und so weiter. Häufig kommt es nach einer Firmware-Aktualisierung zu NAS-Datenverlusten und Ausfällen. Infolgedessen benötigen Sie eine spezielle Datenwiederherstellungssoftware, um den RAID-Array wiederherzustellen und Zugriff auf Ihre Dateien zu erhalten. Der Hersteller verfügt möglicherweise über eine eigene Software zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Festplatten. Das Problem ist jedoch, dass die Hauptfunktion der Software darin besteht, die Laufwerke neu zu formatieren. Wenn Sie die Laufwerke neu formatieren, werden Sie einfach alle Informationen los und es wird nicht einfach sein, sie wiederherzustellen. Im folgenden Video zeige ich anhand eines Beispiels, wie das Reboot Utility funktioniert, wie man ein RAID aus Laufwerken ohne NAS aufbaut, was dazu nötig ist und wie man als Ergebnis Informationen von den Laufwerken abruft. Schauen wir uns zunächst an, wie man ein RAID auf diesem Cisco NAS Modell erstellt. Öffnen Sie einen beliebigen Browser auf dem Computer, der mit dem Netzwerk verbunden ist, in dem sich der NAS befindet, und geben Sie die IP-Adresse des Servers ein. Bei diesem Modell wird sie auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt. Melden Sie sich bei einem Administrator-Konto an. Erwarten Sie die Registerkarte Speicher Abschnitt RAID. Wenn Sie ein vorhandenes Array neu erstellen müssen, klicken Sie auf Ändern. Die Erweiterungsoption ist hier verfügbar. Ein viertes Laufwerk kann hinzugefügt werden. Klicken Sie auf Hinzufügen, um sie hinzufügen, der Status wechseln zu sperren. Um ein Array zu entfernen, drücken Sie in diesem Abschnitt des Menüs Delete löschen und zur Bestätigung OK. Dadurch wird das RAID zerstört und alle Daten auf Laufwerke werden gelöscht. Um ein neues Festplatten-Array zu erstellen, wählen Sie in diesem Bereich des Verwaltungsmenüs die Laufwerke aus, die Ihr zukünftigen RAID bilden sollen. Wählen Sie den gewünschten Level aus der Dropdown-Liste und klicken Sie dann auch hinzufügen. Es wird ein Pop-up-Fenster mit der Warnung angezeigt, dass alle Daten auf den Laufwerken überschrieben werden. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK. Dadurch wird der RAID- und Resynchronisierungsprozess gestartet, der relativ lang gedauert. Die Resynchronisierung erfolgt im Hintergrund, sodass Sie mit der weiteren Konfiguration fortfahren können. Ohne auf den Abschluss der Resynchronisierung zu warten, können Sie eine Netzwerkeingabe erstellen und eine Netzwerkverbindung herstellen. Gehen Sie dazu in den Bereich Volumes. Wählen Sie hier ein Array aus der Dropdown-Liste aus. Benennen Sie das neue Volumen und geben Sie seine Größe an. Bei Bedarf können Sie es verschlüsseln und ein Passwort für den Zugriff auf das Netzlaufwerk herstellen. Nachdem Sie alle Parameter angegeben haben, drücken Sie Hinzufügen. Das neue Volumen wurde erstellt, nun müssen Sie die Netzwerkverbindung konfigurieren.
um den Netzwerkzugriff zu konfigurieren, öffnen Sie die Registerkarte Zugang Shares. Klicken Sie im daraufhin angezeigten Fenster Zugriffseinstellungen auf Öffentliche Freigabe erstellen. Geben Sie einen Ordnernamen an, wählen Sie einen Speicherort, legen Sie Zugriffsattribute fest und markieren Sie die erforderlichen Netzwerkprotokolle. Weisen Sie darunter die entsprechenden Benutzerrechte zu und klicken Sie dann auf OK. Wenn alles korrekt ist, wird der Ordner in diesem Leiste angezeigt. Falls erforderlich, können Sie die Einstellungen ändern oder das neu erstellte Verzeichnis ganz löschen. Wenn der Netzwerkspeicher ausfällt, gibt es Schwierigkeiten beim Zugriff auf die Daten, die auf den Festplatten des Arrays verbleiben. Da Linux für die meisten NAS-Server eine natürliche Umgebung ist und Laufwerke beim Erstellen eines RAID-Arrays in den Dateisystemen dieses Betriebssystems formatiert werden, können Sie versuchen, mit Linux auf die Dateien zuzugreifen. Wenn Sie jedoch noch nicht mit diesem System vertraut sind, wird davon dringend abgeraten, dass Sie durch eine falsche Ausführung von Befehlen alle auf den Datenträgern befindlichen Informationen löschen können. Verwenden Sie ein spezialisiertes NAS-Datenwiederherstellungsprogramm. Es geht schneller, ist bequemer und man muss nicht mit vielen Befehlen herumfummeln. Hetman Red Recovery unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme, RAID-Technologien und RAID-Typen in den meisten Fällen, in die sofort ein zerstörtes RAID automatisch wiederherstellen. Bereiten Sie zunächst genügend Kabel für den Abschluss der Laufwerke vor. Am besten verwenden Sie SATA-Kabel und schließen Sie die Laufwerke direkt an die Hauptplatine des Backups an. Wenn Sie jedoch nicht genügend Abschlüsse an Ihrer Hauptplatine zur Verfügung haben, können Sie USB-to-SATA-Adapter verwenden. Halten Sie außerdem ein zusätzliches Speichergerät bereit, auf das Sie eine wiederhergestellte Datei kopieren können, zum Beispiel ein externes Laufwerk, ein anderes NAS oder ein anderes Gerät. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem NAS und schließen Sie sie an einen Windows-PC an. Sobald das System hochgefahren ist, öffnen Sie die Datenträgerverwaltung und überprüfen Sie, ob die Laufwerke im System erkannt werden. Nach dem Öffnen von Laufwerkmanager werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Laufwerke zu initialisieren oder zu formatieren. Tun Sie dies auf keinen Fall, da dadurch die verbleibenden Informationen vollständig überschrieben werden können. Laden Sie die Software herunter und führen Sie sie aus. Hetman Red Recovery erkennt die Laufwerke automatisch, liest die Serviceinformationen von Ihnen aus und setzt das zerstörte RAID wieder zusammen. RAID wird oben im Festplattenmanager angezeigt. Bei diesem NAS-Modell wird ein Standard-Festplatten-Array mit dem XFS-Dateisystem erstellt, das nicht verändert werden kann. Während der Formatierung teilt das XFS-Dateisystem-Treiber die Festplatte in Gruppen ein. Jede dieser Gruppen enthält einen Superblock, der allgemeine Dateisystem-Parameter beschreibt. Jede Gruppe enthält auch eine Reihe anderer Dateisystem-Strukturen, von denen die wichtigste die Inode-Tabelle ist. Ein Inode ist ein Dateisystem-Eintrag, der ein Dateisystem-Objekt, zum Beispiel eine Datei oder einen Ordner, beschreibt. Um auf den Inhalt einer Partition zu greifen, müssen Sie sie zunächst scannen. Klicken Sie dazu mit der Rechnermaustaste auf die Partition und wählen Sie Öffnen. Im nächsten Fenster werden Ihnen zwei Analysierarten angeboten, Schnellscan und Vollanalyse. Wählen Sie einen Schnellscan und klicken Sie auf Weiter. Wir warten auf das Ende des Vorgangs und klicken nach Abschluss auf Fertigstellen, um zum Inhalt zu gelangen. Die Architektur der Ordnerstruktur hat sich nicht geändert, sodass Sie keine Probleme haben sollten, das Verzeichnis mit den gewünschten Dateien zu finden. Wenn Sie den Dateinamen kennen, können Sie die Suchfunktion verwenden. Die Software hat alle Dateien gefunden, die auf das Laufwerk geschrieben wurden. Deren Inhalt können Sie in der Vorschau sehen. Wenn der Inhalt der Datei sichtbar ist, sollten Sie keine Probleme haben, sie wiederherstellen. Zum Wiederherstellen markieren Sie alle Elemente, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie das Laufwerk aus, auf dem Sie die Dateien speichern möchten und geben Sie den gewünschten Ordner an, dann Wiederherstellen und Fertigstellen. Navigieren Sie dann zu dem angegebenen Pfad und suchen Sie nach den wiederherstellten Dateien. Hetman Red Recovery hat zusätzliche Funktionen, um die Effizienz der Arbeit mit RAID-Laufwerken, die Anzeichen von Hardware-Defekten haben, zu verbessern. Mit dem Software können Sie Festplatten-Image erstellen und analysieren, was Ihre Festplatten entlastet und vor Ausfällen schützt.
In einigen Fällen, wenn die Laufwerke beschädigt sind oder die auf ihren gespeicherten Serviceinformationen überschrieben wurden, kann Hetman RAID Recovery nicht automatisch ein RAID erstellen. Wenn die Software nicht in der Lage ist, ein RAID aus dem Laufwerk zu erstellen und Sie die Parameter kennen, können Sie dies manuell mit dem RAID Builder tun. Öffnen Sie den RAID Builder und wählen Sie hier manuell erstellen. Füllen Sie im nächsten Fenster die Felder für die RAID-Daten aus. Typ, Blockreifenfolge, Größe. Fügen Sie die Festplatten hinzu, aus denen es besteht, und geben Sie deren Reifenfolge mit den Pfeilen an. Füllen Sie die fehlende Festplatte durch Leere aus, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Außerdem müssen Sie beim manuellen Erstellen den Offset angeben, an dem der Anfang des Datenträgers liegt. In einigen Fällen kann das Programm es nicht erkennen. Nachdem Sie alle bekannten Parameter angegeben haben, drücken Sie auf Hinzufügen, woraufhin das manuell erstellte RAID im Datenträgermanager erscheint. Führen Sie dann die Analyse durch, suchen Sie nach Dateien, die wiederhergestellt werden müssen, und stellen Sie sie wieder her. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fond Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.